Hi Leute, heute geht's um Labels, um Namen, Worte, um das Anhaften daran. Ich denke, viele Menschen haften an diesen Labels an und wollen sich irgendwie als vegan bezeichnen, wollen sich als Rohköstler bezeichnen, als, keine Ahnung, Vegetarier, völlig wurscht so. Und oft verselbstständigen sich diese Begriffe und diese Labels dann und der Sinn dahinter geht dann völlig verloren. So. Mir ist Rohkost so, boah, es gibt so viele Menschen, die in den Wartezeit leben ihr ganzes Leben von Rohkost, die sind sich nie bei dem Begriff bewusst gewesen, dass sie von Rohkost leben. So. Es ist einfach nur ein Label, das da irgendwie aufgesetzt wird oft. Und das ist mit vielen Worten so. Und am Ende geht der Sinn dahinter verloren, wenn man sich zu sehr an diese Worte klammert. So. Im Buddhismus gibt es einen schönen Vergleich so. Der Finger, der auf den Mond zeigt, ist nicht der Mond. Eckhart Tolle hat mal gesagt, das Wort Honig ist nicht der Honig. Es sind einfach nur Worte, du musst es selbst erfahren. Und diese ganzen Labels für gerade auch Ernährungsrichtung. Es ist einfach so, dass sich manche Menschen zu sehr an diese Begriffe klammern. So, boah, aber du machst doch das so, du bist doch Frutarier, was kannst du das jetzt essen? So, ich esse das, was die Intuition mir sagt und was sich gerade richtig anfühlt für meinen Körper. Und mir ist es völlig egal, was ein anderer darüber denkt. So. Und der Sinn dahinter ist Gesundheit und es wieder Energie zu haben. Und das ist bei allem so, sich den Sinn mal wieder klar zu machen. So. Nur, oh, damit ich mich jetzt so und so bezeichnen kann, halten sie immer an so Systemen fest. Und mit der Gourmet-Rohkost ist es genauso so. Das ist manche Gourmet-Rohkost, wenn ich da Öl reinklatsche, das mag alles nicht erhitzt sein. Öl, Agavensirup, alles unter 42 Grad, alles gemischt und alles rein. Und man merkt ja schon, wie man sich nach so einem Essen fühlt, wenn man mal länger sich von Rohkost ernährt hat. Es ist nicht viel Unterschied, ob ich was Gekochtes oder was Einfaches, Gedünstes esse, ist meist wahrscheinlich noch besser als so eine Gourmet-Rohkost. Und wirkliche Rohkost sollte immer schön einfach werden dann zumindest. So klar, am Anfang ist immer nett, sich sowas zu ersetzen, gerade an Speisen und wenn man die Geschmäcker mag und so. Und aber sich das trotzdem langsam entwickeln lassen und sich da nicht festhalten an irgendwelchen Begriffen. Und ja, sich da nichts einreden lassen so. Und sich selber nicht einen Zwang auflegen mit irgendwelchen Wörtern und Begriffsdefinition, ich fand es schon in der Schule, im Studium immer so, manche Leute, so, die klammern sich so an Begriffen fest und oh, die Definition von diesem Begriff ist aber die und die und dann heißt es ja eigentlich mehr das so. Ja, wenn du meinst, so, da wird immer nur oft nur um Recht haben oder um Begriffe diskutiert, so, es geht der Sinn dabei oft einfach verloren. Und Erfahrung ist das Wichtigste. Sich nicht so von so Begriffen so extrem einnehmen lassen und einfach nur, oh, jetzt ist Trend, jetzt ist irgendwie Veggie oder jetzt ist hier was auch immer ein Trend, und sondern das einfach aus sich selbst heraus machen und sich selbst aus Freude an Entwicklung, wie auch immer man es nennen soll, sich zu entwickeln und weil man dadurch Energie bekommt und erfahren hat, dass es stimmig für einen ist und es dann auch ausprobiert hat. Ja, haltet euch einfach nicht immer so an Labels fest, an Begriffen und an Wörtern. Es ist viel mehr als nur die Worte, die gesprochen werden. Macht's gut. Ciao.